Es soll keine Waffen mehr für Israel geben. Der Krieg dauert jetzt schon länger als ein Jahr. Die Vergeltung Israels auf den Angriff von der Hamas war massiv gewesen. Der Krieg breitet sich auf die umliegenden Länder aus. Die westlichen Staaten wie USA, Deutschland und Frankreich unterstützen Israel zwar weiter, weil sie sagen, Israel habe ein Recht auf Selbstverteidigung gegen Terrorismus. Nun sei der Bogen aber überspannt und Macron hatte angekündigt, keine weiteren Waffen mehr an Israel liefern zu wollen, zumindest keine, die den Israel-Hamas-Konflikt da unterstützen.